Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, mit der Entwicklungsstrategie zukunftsweisende Wirtschaftsstandorte, Klimaschutz, Klimaanpassung und Biodiversität haben wir als Koalition schon gemeinsam deutlich gemacht, wo die Reise für zukünftige Gewerbeflächenentwicklung hingeht. Denn sie muss in neuer Weise ökologische, wirtschaftliche und sozialen Anforderungen zusammenbringen. Damit haben wir zur vorherigen Koalition bereits eine dringend notwendige 180-Grad-Wende vollzogen. Klimaschutz wird dabei nicht nachträglich etwa mit einem begrünten Dach ergänzt, was der damalige Wirtschaftssenator noch kategorisch ausschloss, sondern er wird schon bei der Planung von Gewerbeflächen mitgedacht. Der Lieferverkehr wird optimiert, ebenso die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV und Fahrrad. Strom und Wärme werden nach Möglichkeit aus vor Ort erzeugten erneuerbarer Energie gewonnen und es wird flächensparender, kompakter gebaut. Da sind wir uns als Koalition einig. Grundsätzlich besteht auch Einigkeit bei den meisten Bestandteilen des Zielsystems und der grundsätzlichen Ausrichtung eines neuen Gewerbeentwicklungsplans 2030. Das gilt meines Erachtens für ca. 95% der Inhalte, wie zum Beispiel ein Bekenntnis zum Ziel einer Flächenkreislaufwirtschaft, die perspektivisch zum Ziel eines Netto-Null-Verbrauchers führt. Und das hat ja auch Volker Steinmann gerade gesagt, da müssen wir irgendwie auch hinkommen. Und eine Steigerung der Flächeneffizienz und des aktiven Beitrags von Gewerbeflächen zu Klimaschutzzielen, sowie der Steigerung von Aufenthaltsqualität und der Verbesserung der Verkehrsanbindung aus Sicht der Beschäftigten, sowie der Sicherstellung von genügend gewerblichen Flächen, auch um die zukünftigen Arbeitsplätze auf unterschiedlichen Qualifikationsniveaus in den unterschiedlichen wirtschaftlichen Zukunftsbereichen generieren zu können. Die Gewerbeentwicklungsplanung ist eben kein Selbstzweck und sie dient auch nicht nur dem Ziel der Kapitalvermehrung Einzelner. Sie dient dazu, auch in Zukunft Beschäftigung zu schaffen. Und sie dient auch dazu, dass wir als Bundesland anschlussfähig bleiben an die wirtschaftlichen Entwicklungen, die stattfinden. Wenn wir mit dem Bremen-Fonds, der Innovationsstrategie und den IPCI-Anträgen die Weichen stellen wollen für einen wirtschaftlichen Neustart nach der Krise und für einen guten Startplatz in der Transformation, dann müssen wir dazu auch die notwendigen Flächen bereitstellen. Wir sind der Überzeugung, dass zum einen der Weg zu einer klimaneutralen Stadt auch ausreichend Entwicklungsfläche benötigt. Zum anderen wollen wir den riesigen anstehenden Strukturwandel für Bremen und Bremerhaven nutzen, um Arbeitslosigkeit und Armut dauerhaft zu bekämpfen. Aber auch der Gestaltung und Entwicklung der dafür notwendigen Flächen gibt es auch ganz handfeste und nachvollziehbare Zielkonflikte. Die Flächen unserer Stadt sind endlich. Das scheint zumindest die CDU nicht begriffen zu haben und bei der FDP bin ich mir da nicht ganz sicher. Diese Zielkonflikte lassen sich nicht mehr in das alte Muster Ökonomie versus Ökologie pressen. Es sind in zunehmendem Maße auch Zielkonflikte innerhalb der Ökologie selbst. Gerade unter dem Aspekt der ökologischen Transformation stellt sich zunehmend das Problem, dass man nicht alles gleichzeitig haben kann. Der Schutz von unverbrauchten Flächen ist wichtig, überhaupt kein Zweifel. Wir brauchen mehr Regenrückhaltung, wir brauchen mehr Biodiversität in der Stadt. Wir brauchen den Schutz des Außenbereichs jenseits der Siedlungsgrenzen in all seinen ökologischen Funktionen. Aber der ökologische Wandel braucht auch Platz. Gerade die Projekte in der industriellen Transformation haben teilweise enorme Platzbedarfe. Wenn man das verkennt, wäre das eine Strukturentscheidung dahingehend, dass wir in Bremen bei diesen Transformationsprojekten nicht dabei sein wollen. Und eine solche Strukturentscheidung ist mit uns nicht zu machen. Und das kann ich hier für die Linke ganz klar sagen. Will ich Arbeitsplätze im Bereich des grünen Fliegens halten, entwickeln und gegebenenfalls ausbauen, brauche ich eventuell auch mal Platz, weitere Flächen am Flughafen und gegebenenfalls mit Rollbahnzugang. Will ich Arbeitsplätze halten und ausbauen bei der Umstellung auf E-Mobilität, brauche ich Fläche mit schnellen Verbindungen in das entsprechende Werk. Will ich grünen Stahl erzeugen, brauche ich ausreichend Flächen für große Elektrolyseanlagen. Will ich Klimaforschung und neue Entwicklung stärken, brauche ich Flächen in der Nähe der Hochschulen. Will ich klimaneutrale Logistikketten über die deutschen Seehäfen aufbauen und bedienen, dann brauche ich auch dort Flächen mit der dafür notwendigen Infrastrukturanbindung. Und das sind nicht die einzigen innerökologischen Zielkonflikte. Der Schutz des Außenbereichs ist ein wichtiges Ziel. Aber die Stadtgesellschaft signalisiert auch sehr deutlich, das kann nicht heißen,
dass innerhalb der städtischen Siedlungsgrenzen nach und nach alle Freiflächen und Erholungsgebiete für Bebauung geopfert werden. Und ich kann auch für meine Fraktion sehr deutlich signalisieren, es kann nicht heißen, dass alles, was Platz braucht, laut ist und stinkt, künftig in den Bremer Westen abgeladen wird, während die angenehmen akademischen Gewerbe in der Innenstadt verteilt werden. Auch das wird nicht gehen. Wenn wir diese Zielkonflikte auflösen wollen, dann brauchen wir meines Erachtens viel robustere Verteidigung von Gewerbeflächen als bisher. Wir werden nicht mehr jede gewerbliche Brachfläche in der Stadt für Wohnungsbebauung und Mischnutzung hergeben können. Wir werden gewerbliche Nutzung in Mischgebieten sehr viel stärker gegen Verdrängung sichern müssen als bisher. Dafür brauchen wir neue Instrumente, ein besseres Management, ressortübergreifende Strukturen und eine aktive Bodenpolitik. Aber ohne eine solche Anstrengung wird es nicht gehen. Trotzdem wird das allein nicht reichen. Für bestimmte Entwicklungen brauchen wir auch bestimmte Lagen. In Flughafennähe, in Verkehrsknotennähe, in der Nähe zu bestehenden Gewerbekernen. Aus meiner Sicht reicht es daher nicht, zu bestimmten potenziellen Entwicklungsflächen, und die Liste der kritischen Flächen ist ja hier bekannt, einfach Ja oder Nein zu sagen. Sondern es muss Verfahren her, die die unvermeidliche Abwägung im Einzelfall auf objektive Füße stellt. Und das führt mich zu der Frage der Bedingungen und Voraussetzungen für die Ausweitung weiterer Gewerbeflächen. Alle neue Gewerbeflächen und Gebiete müssen klimaneutral entwickelt werden und einen nachweislichen Beitrag zur Klimaresilienz der Stadt leisten. Das haben wir bereits abgehakt. Wir müssen vorab alle Möglichkeiten der Nachverdichtung und Nachnutzung bereits bestehender Gewerbeflächen ausgeschöpft werden. Da sind wir uns gemeinsam einig. Es muss besondere Anforderungen und Voraussetzungen bestehen, warum eine zusätzliche Gewerbeflächenerweiterung an diesem Ort zwingend notwendig ist. Und das haben wir hier gerade bereits umschrieben. Es sollte meines Erachtens mehr Flächen in Bremen durch Flächenentsiegelung kompensiert werden, als neu versiegelt werden. Darüber müssen wir mit Sicherheit noch sprechen. Wir schaffen Klimaneutralität nicht darüber, dass wir einfach nur Flächennutzung ausschließen. Wir brauchen auch die notwendigen Transformationsleistungen. Und gerade für einen Industriestandort wie in Bremen mit hohen Transformationsbedarfen muss es Lösungen für die damit einhergehenden Flächenbedarfe geben. Aus den Reihen der Opposition habe ich zu dieser Güterabwägung übrigens noch nie was Brauchbares gehört. Die CDU scheint da eh uneins. Herr Meyer-Heder möchte Gewerbeflächenausweisung ohne Grenzen. Herr Eckhoff würde lieber flächendeckende Windparks haben. Wie sich diese beiden Positionen übereinbringen lassen, hat hier auch noch keiner erklärt. Den Neustädter Hafen wollen Sie zum reinen Wohngebiet umbauen. Auf der anderen Seite beklagen Sie den Verlust von Industrieflächen. Also richtig klar und konsistent ist das, was Sie hier liefern, auch nicht. Wir arbeiten als Koalition daran, diesen Zielkonflikt, die letzten 5%, bestmöglich aufzulösen. Und dann wird es einen guten Gewerbeentwicklungsplan 2030, mit dem wird es dann positiv in die Zukunft gehen, sozial und ökologisch. Das braucht noch ein Stück Anstrengung, aber dann wird es auch ein Ergebnis sein, das für die nächsten 10 Jahre trägt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.